generell atmosphärisches, ja, so eine Art Trainingslager im Ausland immer gut, weil man einfach im positiven Fall aufeinander hängt und Zeit hat, miteinander zu sprechen, Zeit hat, sich kennenzulernen. Natürlich kenne ich alle Spieler, kenne die Stärken und Schwächen, trotzdem im persönlichen Gespräch hatte ich natürlich noch nicht alle außer am Telefon. Das wird dann schon mal ein bisschen was anderes und da kann man die Zeit sehr, sehr gut nutzen. Natürlich versuchen wir schnellstmöglich die Inhalte rüberzubringen, mal die erste Grundstruktur zu schaffen. Wir werden sicherlich die anderen Länderspielmaßnahmen auch noch brauchen, um uns weiterzuentwickeln. Aber den ersten Grundstock, die erste Struktur, die der Mannschaft helfen soll, stabil zu werden, die werden wir versuchen jetzt in den USA zu legen und dann natürlich auch zwei gute Länderspiele zu machen.